Hi, ich bin Rick Stevens aus der Dovi aus dem Lateinunterricht. Ich weiß. Ich bin komplett im Arsch. Denn ich hatte ehrlich gesagt noch nie mit jemandem Sex gehabt. Außer mit mir selbst. Aber das wollte ich in diesem Jahr ändern. Ich hatte mich nämlich verliebt und ihr Name war Nina Pennington. Aber könnte es nicht sein, dass du dich da ein bisschen übernimmst? Nö. Ricky! Hi, Mrs. Bender. Wie geht's dir? Ist Billy zu Hause? Ja, vermutlich oben, du weißt schon. Blöderweise ist dies hier eine ziemlich wahre Geschichte. Mrs. Bender, wird das hier so eine Art Verführung? Und fühlt sich das gut an? Gib einfach die Hand, wenn du irgendwelche Fragen hast. Es wurden keine Namen verändert, um Unschuldige zu schützen. Mom, wirklich, du spinnst. Wodka? Den Entzug mit einem Kater anzutreten, ist so wie zur Tennisstunde ohne Schläger zu erscheinen. In dieser Geschichte hat irgendwie jeder irgendwas auf dem Kerbholz. Ich vertrete ab sofort Mr. Stevens und wäre jetzt wahnsinnig gern mit meinem Mandanten allein. Und Sie sind sicher, das funktioniert? Kleiner, ich muss dauernd Kale befreien, also vertrau mir. Ich werde mit Nina Pennington ausgehen. Ja, sicher. Sie weiß nicht mal, dass es dich gibt. Dann wird's ja langsam Zeit, das zu ändern. Wer bist du? Ich bin die heilige Lola. Du hilfst mir, Nina Pennington ins Bett zu kriegen? Hi, Rick. Hi. Sehe ich aus wie ein Flaschengeist? Ich bin eine Heilige. Sag dieser Nina Pennington, was du wirklich für sie empfindest. Werde ein Mann. Jeder bleibt, wo er ist! Was geht hier eigentlich vor, du kleines, geiles Schlampenkind?